wäre soweit, Lutz. Wir könnten dann. Ich meine, wenn es dir recht ist. Also gut, einmal am Block, mehr nicht. Du wunderst dich sicher, warum der Wagen nicht anspringt. Ja. Erstens wolltest du eben anfahren, ohne die Kupplung durchzudrücken, obwohl der zweite Gang noch im Getriebe steckt. Zweitens hast du den Zündschlüssel, in diesem Fall zu unserem Glück, nach links anstatt nach rechts gedreht. Und drittens verwechselst du noch die Handbremse mit dem Schalthebel. Also mehr kann man beim besten Willen nicht falsch machen. Du machst mich schon wieder ganz nervös. Erwartest du von mir, dass ich hier still und leise zuschaue, bis der Wagen wieder in irgendeinem Graben landet? Wieso, was für ein Graben? Veronika, der Graben, in den du unseren alten Wagen reingesetzt hast, als du das letzte Mal den Führerschein machen wolltest. Lutz, ich bitte dich, das ist 6 Jahre her. Außerdem sind wir gar nicht im Graben gelandet. Aber fast. Der rechte Kotflügel hat einen solchen Kratzer. Ich weiß, es tut mir ja auch leid. Hörst du mir eigentlich überhaupt zu? Was habe ich denn jetzt schon wieder falsch gemacht? Du hast immer noch den zweiten Gang drin. Würdest du den freundlicherweise herausnehmen, bevor du den Anlasser betätigst? Aber eben hast du doch gesagt, ich soll die Kupplung durchdrücken. Nein, habe ich nicht. Erst Gang raus, dann starten. So, jetzt! Starten! Und bitte! Es reicht, es reicht! Reg dich bitte nicht auf! Ach, nicht aufregen! Soll ich vielleicht noch einen Herzanfall kriegen? Na gut, Lutz. Vielleicht sollten wir es wohl besser lassen. Das eine sage ich dir, Veronika. Wenn du dich in der Fahrschule genau so anstellst, dann wird das auch diesmal nichts mit dem Führerschein. Das eine sage ich dir. Der richtige Fahrlehrer für dich, der muss erst noch geboren werden. Lutz, ich schaffe das nicht mehr, schwer bepackt zweimal die Woche bei der schlechten Bahn-Bus-Verbindung zur Mutter aufs Land zu fahren. Da bin ich jedes Mal mehr als 4 Stunden unterwegs. Jetzt zieh mich nicht so vorwurfsvoll an, ja? Würde es ja gerne abnehmen, wenn ich könnte. Entweder das klappt diesmal mit dem Führerschein, oder ich kann deine Mutter in der Woche nicht mehr betreuen. Das ist aber nicht so einfach. Du kannst ja nicht mal richtig Fahrrad fahren. Und du schlürfst beim Kaffeetrinken, dass einem Hören und Sehen vergeht. Das nimmst du sofort zurück. Tut mir leid. Das ist mir so rausgerutscht. Ja, den ersten Schritt haben Sie also alle gemacht und sich in meiner Fahrschule angemeldet. Sie sind also hier, um Ihre offizielle Fahrtüchtigkeit amtlich beglaubigt zu erhalten. Allerdings sage ich Ihnen gleich von vornherein nicht, jeder ist dazu geeignet. Um es mal salopp auszudrücken, es gibt gewissermaßen 3 Sorten von Fahrschülern. Erstens die Begabten, zweitens die Lern- und Leistungswilligen und drittens natürlich auch leider die Unfähigen. Und als erstes müssen Sie bei mir eines bitte ganz schnell lernen. Ansprechpartner Nummer 1 bin ich, Ihr Fahrlehrer. Ich helfe Ihnen mit viel Geduld, Erfahrung und ich darf auch sagen, ein Stück weit Einfühlungsvermögen, Ihr Ziel zu erreichen. Sie ersparen sich dadurch viel Zeit, Ärger und vor allem Geld. Viel Geld, wenn Sie mir vertrauen. Deswegen hören Sie mir bitte immer ganz genau zu, wenn ich Ihnen was sage und diskutieren Sie mit mir nicht herum, sonst landen Sie nämlich unausweichlich in der 3. Kategorie. Sie können mir folgen? Prima. So, Frau Dr. Sperling, damit eins von Anfang an klar ist, bei mir fangen alle ganz klein an. Ja, egal ob Sie Lehrling, Angestellter, Arbeitsloser, Professor oder sonst was sind. Selbstverständlich. Ich sage das nur, damit wir uns da ganz klar verstehen. Gut. Wie gesagt, meine Fahrstunden haben immer ein bestimmtes Motto. Heute geht es um das Thema Fahrerpersönlichkeit. Mit den Unterthemen Sehen, Hören, Fühlen,
riechen. Denn im weit größten Teil aller Informationen nimmt der Fahrer normalerweise mit den Augen auf. Aber auch das Ohr liefert wichtige Hinweise. Denn Gleichgewichts- und Tastsinn schaffen Klarheit über Bewegungen und geben dem Fahrer gewissermaßen Reaktionsmöglichkeiten. Und was man immer vergisst, der Geruchssinn informiert, warnt und verhindert somit viel Verhalten. Ach. So, Kupplung, Bremse, Gaspedal, Hupe, das dürfte aber eigentlich kein Thema sein, oder? Ich bin ehrlich gesagt ziemlich aufgeregt. Ganz ruhig und sachlich bleiben, Frau Dr. Sperling. Schauen Sie mal, ich fahre ja quasi mit. Da kann theoretisch überhaupt nichts schief gehen. Soll ich noch warten? Ich meine... Auf was? Nein, nein, losfahren. Also starten und anfahren. Die Kupplung durchdrücken. Kupplung drücken. Zündschlüssel umdrehen. Ja. Innenspiegel. Außenspiegel. Ersten Gang einlegen. Erster Gang einlegen, ja. Schulterblick. Andere Seite. Handbremse los. Und los. Was war denn das? Tut mir leid, Herr Schulz, aber ich bin ein bisschen irritiert. Mein Mann hat mir nämlich gesagt, ich müsste erst den Gang rausnehmen. Kommen Sie mir jetzt bitte nicht mit Ihrem Mann, ja? Ich bin Ihr Fahrlehrer und Sie sind meine Fahrschülerin. Und was Sie sich gerade geleistet haben, das war, pardon, unter aller Kanone, damit das gleich ganz klar ist. Habe ich Sie jetzt irgendwie verärgert, Herr Schulz? Okay, okay, diskutieren wir das aus. Bei Ihnen habe ich mir auch nichts anderes vorgestellt. Was? Dass man mit Ihnen ständig diskutieren muss. Aber eins sage ich Ihnen, Frau Dr. Sperling, mit mir nicht, mit mir nicht. Ich bitte Sie, Herr Schulz... Unterbrechen Sie mich nicht! Entschuldigung, Herr Schulz. Na also. Ja, das können wir jetzt. Losfahren. Ja. Motor starten. Anlassen. Anlassen, Zündschlüssel umdrehen. Schöner Gruß vom Getriebe. Nochmal. Gang einlegen. Und los. Das war ja klar. Wunderbar. So, jetzt probieren wir das Ganze nochmal, aber vielleicht diesmal mit Vorwärtsfahren. Ja? Ja. Also Motor an, Kupplung langsam kommen lassen und nicht zu viel Gas. Und Frau Dr. Sperling, das ist für heute der letzte Versuch, ja? Erster Gang. Passen Sie bitte mit auf, Herr Schulz. Oh, natürlich, natürlich passe ich mit auf. Verdammte Scheiße, sind Sie von allen guten Geistern verlassen? Ja, ich weiß auch nicht. Das ist mir wirklich wahnsinnig peinlich. Eins weiß ich ganz genau, Sie gehören absolut in die dritte Kategorie. Dritte Kategorie? Ja, total unfähig! Guten Abend, Schatz. Hallo. Du, nichts sagen, nichts sagen. Deine erste Fahrstunde war bestimmt eine Katastrophe. Hm? Lutz, das kann man so nicht sagen. Also pass mal auf, ich habe mir das überlegt. Falls du... Falls du deinen Führerschein wirklich bestehen solltest, dann werden wir für dich einen günstigen Gebrauchtwagen kaufen. Hm? Ja, können wir uns das denn leisten? Immerhin noch besser, als wenn du meinen Wagen zu Schrott fahren würdest. Wie du meinst. Wohl nicht wahr sein. Das ist mir noch nie passiert. Die lassen auch wirklich nichts stehen. Ich denke, das ist ein Übungsplatz. Darf man hier keine Fehler machen? Mit Fehlern, Frau Dr. Sperling, hat das nichts zu tun. Das ist gnadenlose Unfähigkeit. Entschuldigen Sie bitte, Herr Schulz, aber halten Sie das für pädagogisch sinnvoll, wenn Sie so übertrieben kritisch mit mir umgehen? Aber Ewald! Du hast mich hier eingefangen. Ich sage nur ein Wort. Akademikerin. Also, ich muss doch sehr bitten. Also, mit der kommst du mal wieder, wenn hier nicht so viel Betrieb ist, ja? Liebe Frau Dr. Sperling. Ist irgendetwas nicht in Ordnung? Ich will Ihnen eins sagen. Wenn es in der nächsten Fahrschule, Stunde, nicht ein bisschen besser wird, dann weiß ich wirklich nicht mehr, was ich machen soll. Auch pädagogisch gesehen.
Frau Dr. Sperling. Hallo, Tobias. Ich wollte Sie noch mal was fragen, wegen meiner 6 in der letzten Englischarbeit. Tobias, da hat nicht ein einziger Satz gestimmt. Abgesehen von den falschen Vokabeln. Mit der 6 sind Sie noch gut bedient. Eigentlich wäre das eine 7 gewesen. Ehrlich? Tut mir leid, aber wenn Sie nicht bald bessere Leistungen vorweisen können, wird Ihre Gesamtnote ähnlich aussehen. Hi. Auf dem Autoscooter sind noch 5 Beispiele drauf. Die kannst du haben. Ich muss los. Jo, danke. Autoscooter? Was? Das kennen Sie nicht? So Autoscooter eben. Wie im Computer. Ach, sagen Sie, hätten Sie eventuell ein halbes Stündchen Zeit? Sie wollen doch nicht etwa wegen meiner schlechten Arbeit zu meinen Eltern mit mir? Nein, Tobias, keine Sorge. Hat nichts mit der Schule zu tun. Ja, dann. Klar. Dr. Sperling, ab heute ist Schluss mit lustig. Keine Diskussion mehr. An jedem Fehler, der vorkommt, wird hart gearbeitet, bis er weg ist, ohne Kommentar. Die Schonzeit ist vorbei. Ich werde Sie jetzt so behandeln wie jeden anderen normalen Fahrschüler auch. Und was machen wir nun, Herr Schulz? Also, Grundregel und Paragraph 1 der Straßenverkehrsordnung lautet: Die Teilnahme am Straßenverkehr erfordert ständige Vorsicht und gegenseitige Rücksichtnahme. Und was weiter? Jeder Verkehrsteilnehmer hat sich so zu verhalten, dass kein anderer geschädigt, gefährdet oder mehr als nach den Umständen unvermeidbar behindert oder belästigt wird. Ja, da haben wir den Salat. Sie können zwar jede Menge auswendig, aber was nützt Ihnen das, wenn Sie theoretisch etwas wissen, was Sie praktisch nicht bewältigen können? Das habe ich ja verstanden, Herr Schulz. Ja, wie wollten Sie eben hier aus der Parklücke rausfahren? Blick in den Rückspiegel hat Frau Doktor ja wohl nicht nötig, weil ihr die Schulbehörde anscheinend ein Radarauge in den Hinterkopf eingebaut hat, oder was? Also, ich muss doch sehr bitten. Ich bin noch nicht fertig. Außenspiegel. Ebenfalls völlig uninteressant, denn falls sich zufällig ein anderer Verkehrsteilnehmer auf der Straße bewegen sollte, hat er eben Pech gehabt. Sind Sie jetzt fertig, Herr Schulz? Fürs Erste, ja. So, dann werde ich Ihnen jetzt mal was sagen. Sie sind unverschämt, unflätig und verunsichern mich, wo Sie nur können. Wie soll ich denn da was bei Ihnen lernen? Was? Ich bin noch nicht fertig, Herr Schulz. Sie werden mir ab jetzt in vernünftigem Ton mit einem Minimum an Respekt das Fahren beibringen. Und zwar so, dass ich in 3 bis 4 Wochen die Prüfung ablegen kann. 3 bis 4 Wochen? So ist es. Und jetzt zeigen Sie mir endlich, wie ich aus dieser blöden Parklücke herauskomme. Das ist gelaufen. Ich kann Ihnen nichts mehr beibringen. Na gut, dann wenden wir uns mal meinem Teil unserer Vereinbarung zu. Womit wollen wir anfangen? Englisch oder Mathematik? Lieber Englisch. Nur dieses Ein- und Ausparken macht mir Sorgen. Das kann ich auf dem Computer ja leider nicht üben. Und in einer Woche ist die Prüfung. Lutz? Der gute Hopfen einschlaft, durchschlaft. Hallo. Moment. Moment. Sag, Sie, schläft der Mann eigentlich immer so fest? Er hat eben einen gesegneten Schlaf. Wo
Ja. Zurück. Nein, stopp. Andere Richtung. Gut. Mist. Das kriegen wir hin, Frau Sperling. War schon viel besser. Ich bin ziemlich aufgeregt. Das ist doch lächerlich. Ja, haben Sie denn gar keine Angst, durchzufallen? Ich durchfallen? Nee. Herr Breitenbacher, Sie sind als Erster dran. Georg Altmann, guten Morgen. Ich bin Ihr Prüfer. Angenehm, Veronika Sperling. Von Breitenbacher. Ja, dann wollen wir mal. Bitte. So, Herr Breitenbacher. Fahren Sie bitte auf die nächste Hauptverkehrsstraße und biegen Sie dann in die zweite Seitenstraße links ein. Kein Problem, Herr Altmann. Nochmal links. Halten Sie bitte bei der nächsten Möglichkeit. War das schon alles? Beim Einfahren in die Hauptverkehrsstraße habe ich Ihren Schulterblick vermisst. Beim Abbiegen in die Seitenstraße weder in den Seitenspiegel noch in den Rückspiegel gesehen. Gleich darauf wurde ein Zebrastreifen von Ihnen ohne zu halten überfahren. Und beim nächsten haben Sie viel zu kurz gehalten. Das reicht. Sie sind durchgefallen, Herr Breitenbacher. Ja, aber das kann... Sie sind dran, Frau Dr. Sperling. Ja. Fahren Sie bitte weiter. Schon wieder los. Warum bleibst du ungeduldig, Herr Schulz? Das kann doch jedem mal passieren. Ganz ruhig bleiben. Sie schaffen das schon, Frau Dr. Sperling. Herzlichen Glückwunsch. Sie sind tadellos gefahren. Vor allem das Ein- und Ausparken hat mir sehr gefallen. Da scheidet sich nämlich die Spreu vom Weizen. Das heißt, die Begabten von den Unbegabten. Insgesamt ausgezeichnet. Vielen Dank, Herr Altmann. Das Ein- und Ausparken hat mein Fahrlehrer aber auch besonders intensiv mit mir geübt. Naja, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich begreif's nicht. Nicht sagen. Durchgefallen, was? Mach dir nichts draus. Ich habe auch nichts anderes erwartet. Lutz, ich habe bestanden. Das gibt's nicht. Mach dir nichts draus. Ich habe es auch nicht anders erwartet. Vielleicht sollte ich lieber fahren. Hallo, Brammer AG. Ja, guten Abend. Hier spricht Frau Weißmanns. Ist denn mein Mann noch in seinem Büro? Wie schon gegangen? Schon vor 2 Stunden? Ja, wo ist er denn hin? Es ist doch schon 7 durch. Ja, ich weiß, dass Sie nur der Pförtner sind, aber
Nein, nein, Entschuldigung. Ja, ja, schönen Abend. Oh, nee, aber auch. Der Magier ist im 5. Haus und der Narr steht im 3. Vor 2 Stunden hat dein Vater die Firma verlassen und noch immer ist er nicht da. Und wenn er jetzt nicht bald mal kommt, dann kann ich mein Abendessen. Oh, du ahnst es nicht, mein schöner Auf. Oh nee. Ach, hättest du nicht drauf aufpassen können, anstatt hier dein Mau Mau zu spielen? Das ist Tarot, Mama. Eine uralte Kunst der Weissagung. Ach ja? Dann frag die Karten doch mal, wann dein Vater endlich kommt. Wenn da mal nicht auch was passiert ist. Ach, der macht doch nur wieder Überstunden. Womöglich ist er aber auch umgeknickt mit seinen empfindlichen Knöcheln. Oder ein Balkonkasten rutscht irgendwo aus der Verankerung, während dein Vater gerade unten vorbeigeht. Oder er ist verliebt. Ja, ja. Mach dich nur lustig. Nein, hier, die Liebenden, deutet auf eine starke emotionale Entrückung hin. Also wirklich, Birgit, dein Vater und eine Entrückung. Die Karten lügen nicht. Na ja. Ach, na endlich. Mein Dickerchen, hast du schon auf Herrchen gewartet? Und ob er das hat? Ach, mein Schatz. Mein schöner Gemüseauflauf, wo warst du denn bloß wieder? Im Büro, falls du nichts dagegen hast. Ach ja? Ja, du weißt ja, wie das ist. Mit diesen ewigen Überstunden. Arbeit, Arbeit, Arbeit. Aha. Und warum hat der Pförtner dann gesagt, du hättest das Haus schon um 17.12 Uhr verlassen? Der Pförtner? Ach so, Jana, ich war noch im Gartencenter. So, so. Im Gartencenter. Ja. Und überhaupt, bin ich hier ein Gefangener, der beaufsichtigt wird und kontrolliert? Jemand, der pausenlos Rechenschaft ablegen muss? Ja. Wozu ist man denn verheiratet? Und wo bleibt meine persönliche Freiheit? Arbeiten, nach Hause gehen, Gemüseauflauf? Und niemals ein bisschen Abwechslung. Oder Spaß. Spaß? Was denn für Spaß? Ich sag dir was, Tode. Ich bin erwachsen und ich kann hier kommen und gehen, wann und wie es mir passt. Ach ja? Und deshalb gehst du jetzt in den Keller? Na, wenn das deine Freiheit ist. Immer diese blöde Werkstatt. Man ahnt es ja nicht. Vielleicht ist dort das Energiefeld ja besonders gut. Und hier nochmal die genaue Zeit. Es ist 8.25 Uhr. Und weiter geht's auf 8.25 Uhr, Werner, hast du gehört? Ja, ja. Nicht, dass du wieder zu spät kommst. Ach, das ist sicher Frau Kortheis, die wollte nachher rüberkommen. Birgit, machst du mal? Sehr wohl. Und geht's heute wieder ins Gartencenter? Wohin? Ach so, ja, ja, nein. Oliver. Hallo, Mama. Oliver, mein Junge. Ach, du ahnst es nicht. Komm, Kaffee, setz dich. Hi, Paps. Hallo, mein Junge. So früh schon auf den Beinen? Der Beruf. Ach, der will doch nur wieder Kohle abzocken. Birgit. Im Gegensatz zu gewissen ewigen Studentinnen habe ich einen gut bezahlten Job. Ich soll nachher drüben im Parkhotel 3 Opernsänger fotografieren. Für ein Interview. Ach, die Oper. Herrlich. Kostüme, die Musik. Sag mal, irgendwas stinkt hier. Ist der Toast angebrannt? Mein Toast? Nee, das kommt von Paps. Das ist mein Rasierwasser, wenn's recht ist. Was auch immer es ist, es stinkt zum Himmel. Heutzutage nennt man das männlich herb. Was willst du denn mit männlichem Rasierwasser? Ist doch klar, da stehen die Tussis drauf. Als wenn du was von Tussis wüsstest. Tussis? Welche Tussis? Also bitte egal. Ich bin doch hier nicht euer Duftspender. Ich muss los. Ciao, Paps. Und viel Spaß beim Aufreisen. Ja, danke. Und ihr räumt jetzt mal den Tisch ab. Vergiss deine Brote nicht. Plus Tomate. Ja, nun mach kein Gesicht, das ist gesund. Immer dasselbe. Käse, Brot und die gesunde Tomate. Ich will das nicht mehr, Trude. Außerdem
habe ich einen wichtigen Termin in der Mittagspause. Wichtiger Termin? Ja, genau. Und das ist für mich schon eine schöne Abwechslung, Tutchen. Wiedersehen. Wiedersehen. Tussis. Oliver! Birgit! Dicky, jetzt geh von der Buntwäsche runter. Deine Haare verflusen mir die ganze Maschine. Nicht zu fassen, was Männer so alles mit sich herumschleppen. Klopf, klopf. Darf ich reinkommen? Ach, Frau Kochtals, ich mache gerade die Wäsche fertig. Huch, Mundspray. Ein Zisch atemfrisch. Ach, was Belastendes gefunden? Frau Kochtals, hören Sie mal. Noch müssen Sie sich nichts bei denken. Habe ich früher auch immer gemacht, als ich noch verheiratet war. Ja, ja, man kann nicht vorsichtig genug sein. Mundspray. Benutzen Sie das? Nein. Mein Mann, offensichtlich. Oh Gott, Frau Weißmann, Sie Ärmste. Ja, ich bin ja bei meinen Eltern, das Ganze in der Nähe. Wieso bin ich bedauernswert? Was bedeutet denn dieses... Ja, ich komme direkt dahin. Wenn Sie das nicht wissen, Frau Weißmanns. Natürlich weiß ich, dass die Fotos von den Tenoren wichtig sind. Das ist ja schließlich mein Job. Ja, ich bin pünktlich. Das Mundspray ist ein Symbol für Ihren Mann. Also für die Sehnsüchte, die in ihm schlummern. Sehnsüchte? Wonach denn? Ja, nach den jungen Dingern heutzutage. Danke. Das ist ja kein Wunder, wie die sich aufführen. Alleine schon, wie die angezogen sind. Also, als Mann würde ich da auch zum Mundspray greifen. Mein Werner ist kein Mann. Also, ich meine, nicht so ein Mann. Ja, sag ich doch. Der sieht nicht aus, als würde er sowas bringen. Was soll das denn jetzt heißen? Übers Herz? Ich meine, übers Herz bringen? Mein Werner könnte jede Frau... Also jedenfalls, Sie wissen schon, was ich meine. Ich weiß. Sie lieben ihn. Ja. Und was ist der Dank? Mundspray! Wieso? Ich dachte, er kann das nicht. Ja. Wie ja? Oh, Sie machen mich ganz kirre. Ach, ich red ja nur. Solange er abends immer brav nach Hause kommt. Oder nicht? Naja, in letzter Zeit viel im Gartencenter gewesen. Ich hab's gewusst. Bei meinem Bodo war es genau das Gleiche. Auch Gartencenter? Nein, Tennisclub. Sorry, Hase. Ich habe noch ein Doppel mit den Jungs. Warte nicht auf mich. Tja, so ging das 3 Monate. Aber dann hatte ich's gerafft. Was? Dass Bodos Balljunge ein Mädchen war. Ein Junge? Ein Mädchen. Blond, langbeinig und 19. Ach, du ahnst es nicht. Papa hat seinen Terminkalender vergessen. Er lag neben dem Telefon. Ach, hey. Na, bestens. Wieso? Wieso? Ach, Olli, das hier ist ein Frauengespräch. Ah ja, verstehe. Also, ja, Oliver, so sensibel. Aha. Wer ist denn Elfi? Wer? Hier steht's für heute. Elfi um 1. Um 1 Uhr ist Mittagspause. Tomate, nein, danke. Wichtiger Termin. Rasierwasser. Oh Gott. Ja, nun sag doch mal was. Du hast leicht komische Handlinien. Ach nee. Wir können überhaupt keine Geschwister sein. Das ist doch mal eine erfreuliche Nachricht. Gemüt die an. Mama gibt Frau Kortholz weg. Komisch. Ohne uns Bescheid zu sagen. Die wollen bestimmt nur einkaufen. Einkaufen? Und warum haben sie dann deine Kamera mitgenommen? Was haben die? Deine Kamera mitgenommen. Zähl keinen Quatsch. Spinnen die? Die brauche ich doch. Ich soll doch die 3 Tenöre fotografieren. Ich muss schon sagen, Frau Weißmanns,
Da lassen Sie mich alles über meinen Ex-Mann erzählen. Ich denke, ich muss Sie anstacheln. Also, ich meine natürlich Ihnen zur Seite stehen. Dabei wissen Sie selbst am besten Bescheid. Ja, schön. Ich habe sowas geahnt. Ich ahne ja immer was, wenn was ist. Aber man will ja nicht immer gleich das Schlimmste denken. Oder meinen Sie, ich sollte doch erst mit Werner reden, heute Abend, anstatt hier? Das ist irgendwie so misstrauisch, oder? Nein, nein. Sie brauchen Beweise. Fotos zum Beispiel. Ist das nicht Olivers Kamera? Die lag in der Diele. Aber Frau Korthals, die braucht er doch, die drei Tenöre. Ja. Und Sie brauchen Fotos für den Scheidungsanwalt. Scheidungsanwalt? Da, da ist er. Ach, du ahnst es nicht. Und das ist die kleine Schmeck, eine Datatypistin. Data was? Datatypistin. Das ist, wenn, das braucht man heutzutage. Also ich nenne sowas Rockerbraut. Sitzt hinten auf dem Bock, schlingt ihre Fangarme um die Hüften ihres halbstarken Freundes und presst ihre... Was macht ihr Mann denn da? Oh mein Gott. Werner ist die Braut. Hinterher! Worauf warten Sie? Wir verlieren Sie! Abgesoffen. Du ahnst es nicht, du ahnst es nicht. So, wir haben doch noch die Fotos. Haben wir nicht. Wieso? Sie haben den Deckel auf der Linse gelassen. Wären wir. Und jetzt sind Sie dran, Werner. Das ist wirklich zu nett, Elfie, dass Sie die Mittagspause für mich opfern. Das mache ich doch gerne. Motorroller waren immer meine Leidenschaft. Einmal haben wir sogar eine Urlaubsreise damit gemacht, meine Trude und ich, ins Weserbergland. Mit einer Vespa 2000. Trude würde mich für verrückt erklären, wenn sie wüsste, was ich hier mache. Ach was, wir üben noch ein paar Mal zur Auffrischung Ihrer Fahrkenntnisse und dann überraschen Sie sie mit einem neuen Roller. Und ich sage Ihnen, sie wird begeistert sein. Elfie. Sie sind die netteste von allen Kollegen. Das will ich auch hoffen. Gut, starten. Nicht so viel Gas. Nicht so viel Gas. Und den Gang einlegen. Nichts passiert. Nichts passiert. Ja, es tut mir leid, Chef. Ich weiß, ich hätte besser auf die Kamera aufpassen sollen. Ja, ja, ich sehe es ja auch ein, aber... Hallo? Aufgelegt. Mama, sag mal, bist du von allen guten Geistern verlassen? Du kannst mir doch nicht einfach die Kamera wegnehmen. Was hast du dabei gedacht? Da ist ein Deckel vor der Linse. Ich möchte nicht gestört werden. Dandy Datsche Datte Datatypistin. Ehemals Doppelpunkt Angestellte, die betriebsbedingte Daten auf Lochkarten überträgt. Seit Einführung moderner Computertechnik verschwunden. Ach. Mama? Ich bin nicht da. Sag schon, was ist denn los? Aber kein Wort zu niemandem. Auch nicht zu Oliver. Ehrenwort. Also, es ist so. Was, Peppa hat eine Geliebte? Psst, halt die Schnauze. Ich glaube es nicht. Aber Mama, ein Mann und eine Frau auf einem Motorroller, was beweist das schon? Und das Rasierwasser und das Mundspray und die Karten, die lügen nicht, hast du selber gesagt. Ja. 24 Jahre Seite an Seite. Fast 25, man ahnt es ja nicht. Mein ganzes Leben. Was soll ich denn jetzt tun? Zieh eine Karte. Was? Zieh eine Karte. Sie wird dir sagen, was zu tun ist.
Naja, schaden kann es ja nicht. Die Herrscherin, na super, das ist es doch. Was? Na, das bist du, die Herrscherin, die Königin. Walte deines Amtes, regiere. Kämpfe um dein Glück. Mama, was hast denn du jetzt vor? Ich ziehe mich um. Wieso umziehen? Hast du gelauscht? Klar. Okay, dann bist du jetzt dran. Rede mit Paps. Ich? Aber ich bin auf dem Weg nach Hause. Mein Job ist sowieso... Ja, da liegt seine Arbeit doch auf dem Weg. Na los, du fragst den Alten und ich meine Karten. Ich soll meinen Vater fragen, ob er meine Mutter betrügt? Genau. Ein Gespräch von Mann zu Mann. Vergiss es nie im Leben. Entschuldigung, Ihr Sohn, Herr Weißmanns. Oliver, das ist ja eine Überraschung. Danke, Heike. Komm rein, na? Was verschafft mir denn die Ehre? Ich wollte nur mal so im Allgemeinen... ich muss dir was sagen. Fragen sagen sozusagen. Ist was passiert? Hast du was angestellt? Nee, ich nicht. Komm, sprich dich aus. Mir kannst du alles sagen. Naja, es geht um Mama. Wir möchten zu Schmöck. Elfi Schmöck. Die Rockerbraut. Ach ja? Schmöck? Da muss ich mal gucken. Danke nochmal, dass Sie mich begleiten, Frau Kortholz. Ist doch selbstverständlich. Schließlich brauchen Sie eine Zeugin vor Gericht. Außerdem möchte ich um keinen Preis versäumen, wie Sie diesem Schmöckchen die Leviten lesen. Das werde ich tun. Ich werde die ganze Autorität einer Königin, einer Ehefrau, hineinwerfen. In die Waagschale. Ob sie sich nicht schämt, eine Familie zu zerstören. Ob sie denn gar keine Moral hat. Oder mal eine Tasse im Schrank. Exakt. Und sie wird sich vor Verlegenheit winden und mich um Verzeihung anflehen. Also, meine Damen, erster Stock, Zimmer 642, Schmöck, Leiterin des Rechnungswesens. Ach. Egal. Am Ende wird sie so klein sein. Mit Hut. Natürlich verstehe ich, es gibt Augenblicke im Leben eines Mannes, eines Menschen. Ich meine, ich bin ja nicht verheiratet. Noch nicht. Ja. Aber ich kann mir sehr gut vorstellen, wenn ich du wäre oder in deinem Alter. Oliver, was ist? Hast du eine Geliebte oder nicht? Was? Fräulein Schmöck, ich weiß alles. Entschuldigung, Frau Weißmanns, aber ich verstehe nicht. Raffiniertes kleines Biest. Sie und mein Mann. Ach so, hat er es Ihnen gesagt? Also ich finde das ja total süß von ihm. Was? Bitte? Der Werner ist sicher etwas eingerostet. Der Werner? Naja, er hat ja auch nicht allzu viel Übung gehabt in den letzten 20 Jahren. Oh. Was soll denn das jetzt heißen? Am Anfang hat er so seine gewissen, wie soll ich sagen, Startschwierigkeiten. Bitte? Aber wenn der Hubel dann erstmal so richtig läuft, dann haben wir einen Heidenspaß. Kleinen Kaffee vielleicht oder einen Saft. Also das ist doch... Man ahnt es ja nicht. Ich muss schon sagen, ich habe ja viel erwartet. Aber so etwas Unverfrorenes, das spottet ja jeder Beschreibung. Was, aber... Sie, Person, schnappt sich brave Ehemänner, zerstört ganze Familien und hat auch noch einen Heidenspaß dabei. Ja, aber ich helfe Ihrem Mann doch nur. Ha! So nennt man das heute. Ich verstehe wirklich nicht... Dann hier noch mal zum Mitschreiben. Der Werner ist mein Mann. Finger weg! Oder ich sorge dafür, dass Sie wieder Lochkarten stempeln. Sie! Da Typistin! Ich fahre sofort nach Hause. Ich und eine Affäre mit Elfi Schmöck. Ich fass und fasse es nicht. Na, deiner Mutter werde ich was erzählen. Und zwar von Angesicht zu Angesicht. Trude, was machst du denn hier? Ich habe dir was zu sagen. Oliver. Und ich habe dir was zu sagen. Zu spät. Ich kenne die Fakten. Oh, wie konntest du nur? Und wie konntest du? Mich zu beschatten? Noch dazu mit Olivers Kamera?
Wer bist du? Der KGB? Nein, aber deine Frau, die du schamlos betrogen hast. Oh Gott. Tode. Ich schwöre dir, du hast keinen Grund. Doch, habe ich. Mit meinen eigenen Augen habe ich ansehen müssen, wie du deine Hände um die Hüften dieser Schmöck geschlungen hast. Ja, sollte ich vom Roller runterfallen? Werner, ich muss unbedingt mit Ihnen... Oh. Elfi, Sie kommen wie gerufen. Bitte, sagen Sie meiner Frau, was wir gemacht haben. Nach Dienstschluss. Und heute in der Mittagspause. Unsere Übungsstunden. Übungsstunden? Ha. Ja, mit dem Motorroller. Das wollte ich Ihnen ja eben erklären. Motorroller? Oh je. Na, bravo. Wann eben? Als die beiden in mein Büro gestürzt sind und mich beschimpft haben, dass ich eine Person wäre und eine Datatypistin. Du hast Elfi eine Datatypistin genannt? Ja, nein, eigentlich, das war sie. Ich? Jetzt bin ich wohl schuld. Ja, Sie haben mich aufgestachelt mit Ihren Männergeschichten. Ach nein. Wer hat denn die Hosen Ihres Mannes durchsucht, Sie oder ich? Was? Du hast meine Hosen durchsucht? Ja. Und das habe ich gefunden. Ein Zisch, atemfrisch. Und was das bedeutet, weiß man ja. Dies ist ein freies Land. Hier kann jeder Mundspray benutzen. Nach Gutdünken. Und dann dein Kalender. Und wenn Oliver nicht von den Tussis angefangen hätte, als du dein Rasierwasser... Aber Mama, das war doch ein Scherz. Scherz, Scherz. Damit scherzt man doch nicht. Ihr habt mich da reingetrieben. Alle miteinander. Oh, nee, aber auch. Frau Weismann, ich kann Sie ja so gut verstehen. Wenn ich einen Mann hätte, der für mich Motorroller fahren übt, um mit mir ins Weserbergland zu fahren. Weserbergland? Ach, du ahnst es nicht. Da siehst du mal, wie nett Elfi ist. Sie ist die netteste von allen. Opfert ihre Mittagspause. Liebe, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Du warst dumm. Ja, ich war dumm. Und was ich gesagt habe, nehme ich natürlich zurück. Mit dem größten Bedauern. Ja, ganz groß. Es war nur so, dass ich Angst hatte. Ja, Angst, dich zu verlieren. Und ich war eifersüchtig. Schließlich bin ich nicht mehr 20. Und ich kenne doch nur dich. Ich weiß doch gar nicht, was ich ohne dich anfangen sollte im Leben. Aber Trudchen, du liebst mich ja. Ja, verdammt. Seit 24 Jahren. Mein Trudchen. Fast 25. Trude. Oh, mein Werner. Voll dieser Roller. Ah, cool. Aber irgendwann möchte ich doch mal mitgenommen werden, Herr Weismann. Ja. Trude, wo bleibst du denn? Komme schon, bin schon da. Hey, Olli, da spielt die Musik. Mama, lächeln. Hier, dein Helm. Pass bloß auf, Mama, halt dich gut fest. Schon Ewigkeit her, dass du auf so einem Ding gesessen hast. Keine Angst. Eins habe ich gelernt aus dieser ganzen Affäre. Ich setze mich hinten auf den Bock, schlinge meine Hände um Werners Hüften und presse mich fest an seinen Rücken, wie sich das gehört für eine echte Rockerbraut.